Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Wechselstrom. Naja, heute geht es wieder um Mathematik. Das letzte Mal haben wir gesprochen, was eine komplexe Zahl ist. Heute wollen wir lernen, mit diesen komplexen Zahlen zu rechnen. Okay? Also es gibt verschiedene Rechnungsarten. Ich glaube, so weit sind wir in der Mathematik fit, dass wir das wissen, ja, dass wir addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren, potenzieren, radizieren, differenzieren, integrieren können. Ja. Heute wollen wir uns ansehen, wie wir diese ganzen Sachen mit komplexen Zahlen machen können. Ja. Was das für einen Einfluss hat, wenn da plötzlich komplexe Zahlen da sind. Also beginnen wir mit der Addition. Okay, machen wir Addition einmal. Addition. Gut. Ja, das heißt, wir wollen jetzt zwei komplexe Zahlen addieren. Das heißt, ich habe hier eine komplexe Zahl Z1 plus einer zweiten komplexen Zahl Z2. Ja, das heißt, ich habe da praktisch ein A1 plus JB1 plus A2 plus JB2. Mhm. Wir haben also A1 plus A2 plus JB1 plus B2. Fertig. Ja? Also Addition ist einfach. Addition in Komponentendarstellung relativ einfach zu lösen. Addieren wir die Realteile, addieren wir die Imaginärteile und haben unsere neue Zahl. Okay? Subtraktion. Schauen wir uns das an. Wenn das eine grün ist, das andere rot. Subtraktion. Wir haben also dieses Mal die Situation, dass wir nicht Z1 plus Z2 haben, sondern wir haben Z1 minus Z2. Schauen wir mal, was da rauskommt. Ja? Also wir haben wieder A1 plus JB1. Minus, und jetzt Klammer auf, Achtung, A2 plus JB2. Ja? Lösen wir diese Klammeraufdruck aus. Wir haben also A1 plus JB1 minus A2 minus JB2. Ja? Also haben wir A1 minus A2. Und jetzt müssen wir aufpassen, ja? Weil jetzt haben wir plus J, heben wir raus, und hier drin bleibt über B1 minus B2. Okay, ja, das war ja auch relativ einfach. Das ergibt also die neue Zahl Z. Ja, das schreibe ich da oben vielleicht auch dazu schreiben, das ergibt die neue Zahl Z. Hm? Subtraktion. Subtrahiere die Realteile, subtrahiere die Imaginärteile, natürlich die richtigen, ja, und wir sind schon fertig. Subtraktion. Okay. Multiplikation, schauen wir uns das an. Multiplikation. Jetzt geht es darum, also um Z1 mal Z2. Schreiben wir es wieder hin. A1 plus JB1 mal A2 plus JB2. Multiplizieren wir es aus. Also wir haben hier A1 mal A2 plus A1 mal JB2 plus JB1 mal A2 plus JB1 JB2. Ja. Gut, ist gleich. Wir haben A1 mal A2 plus J Quadrat B1 B2 plus J, Klammer auf, da hebe ich J raus, A1
mal B2 plus B1 mal A2. Klammer zu. Und jetzt J2. J2 ist minus 1. Ja, das war ja unsere Definition der imaginären Einheit. J2 ist minus 1. So, eigentlich steht hier also A1, A2 minus B1, B2 plus J, A1, B2 plus A2, B1. Und das ist jetzt unser Zahl Z. Einfach, ha? Auch einfach, wunderbar. War nicht so einfach, richtig? Ich meine, es ist Arbeit. Ausmultiplizieren, Arbeit. Schauen wir uns an, wie das ausschaut, wenn wir das Ganze in Polardarstellung haben. Also wir haben praktisch jetzt Z1 mal Z2. Ja? Und wir haben hier jetzt praktisch Z1 mal E hoch J4 mal Z2 mal E hoch J4 2. So, jetzt kann ich da schreiben, das ist Z1 mal Z2 und das ist E hoch J4 1 mal E hoch J4 2. Wie werden Potenzen multipliziert? Indem man die Hochzahlen addiert. Das heißt, wir haben hier Z1 mal Z2 mal E hoch J und jetzt Klammer Phi1 plus Phi2. Das ist ja einfacher. Ja? In Polardarstellung multipliziere ich die Beträge und addiere die Winkel und bin schon fertig. Multiplikation. Also, wenn man es händisch durchführt, Polardarstellung. Fertig. Okay? Schauen wir uns an, wie die Division ausschaut. Und jetzt geht es nämlich ab ein bisschen, weil ich habe jetzt da praktisch Z1 dividiert durch Z2. Das ist also A1 plus JB1 dividiert durch A2 plus JB2. Wie gehen das jetzt an? Wie beginne ich hier überhaupt? Nun, es gibt einen Schmäh um den mich stört da unten dieser Nenner, ja, dass der gehört reell gemacht. Da will ich keine imaginäre Zahl drinnen. Um das reell zu machen, erweitere ich den Bruch mit der konjugiert komplexen Zahl und dafür. Oben und unten, wenn ich das gleiche hinmache, bleibt der Bruch konstant. Das heißt, A1 plus JB1 und oben multipliziere mit A2, aber jetzt minus JB2, gell? Konjugiert komplexe Erweiterung. Und unten muss ich das natürlich auch machen. A2 plus JB2, das ist das Originale. Und muss genau mit dem gleichen erweitern. A2 minus JB2. Okay? Und jetzt schauen wir uns einmal an, was da passiert. Da oben, haben wir praktisch eine Multiplikation von den zwei Sachen. Das heißt, ich habe hier A1, A2. Und dann habe ich, plus, weil da ist ja minus, B1, B2, okay, und dann habe ich plus J, und was bleibt da drinnen über? A, minus A1, B2 natürlich, weil da ist ein Minus, plus A2, B1. Okay, das ist oben und unten. Jetzt pass auf, was da jetzt passiert. Hier haben wir A2² plus JA2B2 minus JA2B2 minus JB2². Okay. Das fällt weg. Ich habe unten keinen Imaginärteil mehr, das wollte ich eigentlich erreichen, ja, ist gleich. Und jetzt haben wir da, was mache ich da oben eigentlich? Kann ich ja gleich lassen, ja, A1, A2
plus B1, B2 plus J, das drehe ich vielleicht um, A2, B1 minus A1, B2, dann fällt mir dieses schiere Minus da weg. Und da unten habe ich stehen A2 Quadrat. Und jetzt, das da ist B2 Quadrat plus B2 Quadrat. Ja? Das heißt, jetzt kann ich nämlich jeden Term einzeln dividieren. Das heißt, ich habe da stehen A1, A2 plus B1, B2, das ist der Realteil, dividiert durch A2 Quadrat plus B2 Quadrat. Und dann habe ich plus J und da habe ich dann A2, B1 minus A1, B2 dividiert durch A2 Quadrat plus B2 Quadrat. Und das ist jetzt wieder meine Zahl Z. Einfach. Ja? Sehr einfach. Ja. Schauen wir uns an, was passiert, wenn ich das in Polarform, also in Komponentenform dividieren, ist ein Joch. Ja. Also Z1 dividiert durch Z2 in Polarform ist Z1 e hoch J Phi 1 dividiert durch Z2 e hoch J Phi 2. Das habe ich also Z1 dividiert durch Z2 mal e hoch J Phi 1 mal e hoch minus J Phi 2. Hochzahlen, negativ, gell, ist auch durch praktisch, gell. Und jetzt, hallo, schau das an. Z1 dividiert durch Z2, E hoch J, Phi 1 minus Phi 2. Na, das ist natürlich, schaut schon wieder freundlich aus, ja. Das ist wieder meine Zahl Z. Das schreibe ich hier vielleicht auch dazu. Das ist meine Zahl Z. Dividieren der Beträge, subtrahieren der Winkel, das geht schon leichter wie das hier. Ja? Also, es hat schon Sinn. Es hat schon Sinn, diese Polardarstellung. Addieren, subtrahieren in Polardarstellung ist wieder ein bisschen ist wieder schwierig. Multiplizieren, dividieren in Polardarstellung ist super. Ja? Das heißt, diese Umwandlung zwischen Polar- und Komponentendarstellung kann man beherrschen. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist mir sowieso wurscht. Ich habe einen Taschenrechner. Ich habe auch einen Taschenrechner. Wozu brauche ich das? Der Taschenrechner kann das. Gegenfrage, ist der immer dabei? Sicher. Sicher ist der immer dabei. Sehr klar. Noch immer einstecken, meinen Taschenrechner. Vielleicht mein Smartphone mit einer entsprechenden App. Das ist schon eher dabei, aber trotzdem. Man sollte das ein bisschen wissen. Okay? Was fehlt uns noch? Volksschule haben wir erledigt. Und jetzt kommen wir zur Mittelstufe. Potenzieren. Potenzieren. Das heißt, wir machen ein Z hoch N. Und jetzt lasse ich gleich einmal die Komponentendarstellung weg, weil da geht es ums Multiplizieren. Wir haben schon gesehen, Multiplizieren ist nicht so optimal. Das heißt, ich mache jetzt praktisch Z mal E hoch J Phi hoch N. Ja. Potenzen werden potenziert, indem man die Hochzahlen multipliziert. Das heißt, ich habe hier z hoch n mal e hoch j n phi. Das war's. Ja? Also potenzieren. Bitte. Ja? In Polardarstellung. Easy cheesy. Schauen wir uns radizieren an. Was ist radizieren? Wurzel. Okay. Ist aber nicht Wurzel, ist radizieren. Das heißt radizieren. Das ist auch nicht hoch, das heißt potenzieren. Das ist Wurzel. Heißt nicht Wurzel, sondern heißt radizieren. Ja. Interessanterweise ist das nicht so bekannt, würde ich mal behaupten. Also, ich habe eine Zahl Z, komplexe Zahl, und der verteilt sich die n-te Wurzel. Und jetzt wissen wir ja, dass das praktisch ein Hoch 1 durch n ist. Ja? Das heißt, wenn ich mir das anschaue, z hoch 1 durch n mal e hoch j phi durch n. Ja? Das heißt, das ist die Wurzel, die n-te Wurzel aus z, aus dem, halt, das ist der Betrag natürlich, die n-te Wurzel aus z
mal E hoch J Phi durch N. Ja, also ich radiziere den Betrag und dividiere den Winkel durch den, wenn es eine Quadratwurzel ist, durch 2. Ja. Gut, radizieren, ebenfalls erledigt. Ja. Jetzt kommen wir von der Unterstufe in die Oberstufe und wir differenzieren dieses Mal. Differenzieren. Differenzieren wir mal die Runde. Ja. Auch das geht in der Polardarstellung wesentlich einfacher. Das heißt, ich leite meine komplexe Zahl z ab nach der Zeit. Ja. Das heißt, ich habe ein dz mal e hoch j Omega t dividiert durch ein dt. Okay. Das Phi ist jetzt Omega t, weil sonst macht er das nach dt keinen Sinn. Das ist nur ein Beispiel, dass das da weitergeht. Und das Beispiel ist nicht uneigennützig gewählt, weil wir brauchen das nämlich nachher für unsere Darstellung von sinusförmigen Größen. Werden wir aber nur dazu kommen. Okay. Das ist also, das z ist ein konstanter Faktor, das schreibe ich davor. Und dann muss ich jetzt noch die Ableitung von e hoch j Omega t machen. Noch dt abgeleitet. Ja. Was ist die Ableitung von e hoch irgendwas? E hoch irgendwas. Das heißt, ich habe ein z, das gleiche habe ich vergessen, z mal e hoch j Omega t. Aber jetzt sind wir noch nicht fertig, wir brauchen noch die innere Ableitung. Gell? Achtung, Achtung, ja, t abgeleitet ist 1. Ja? Das heißt, wir multiplizieren mit j Omega. Das heißt, wir haben praktisch ein j Omega z mal e hoch j Omega t. Und schau dir das an, das da ist ja wieder das z. Ja? Das heißt, wir haben praktisch ein J Omega Z. Ja? Wir haben das Ganze um J Omega mit J Omega multipliziert. Multiplikation mit J Omega entspricht einer Rotation, weil da haben wir 90 Grad Winkel und auf einmal Bock, haben wir um 90 Grad weitergedreht, gell, das Z. Ja? Differenzieren, so ist es passiert. Und es kommt ein bisschen auf die Winkelgeschwindigkeit an. Wenn eine hohe Winkelgeschwindigkeit ist, dann wird das auch entsprechend länger. Dann rotiert das nicht nur, sondern wird das auch entsprechend länger. Wenn es eine niedrige Winkelgeschwindigkeit wird, wird es kürzer. Ja? Differenzieren. Was fehlt noch? Integrieren. Das werden wir auch noch in dieses Video integrieren. Integrieren. Wir integrieren nach der Zeit, ja, also wir integrieren praktisch unser z nach dt. Ja. Das heißt, ich habe ein Integral von z mal e hoch j Omega t dt. Ja. Das z kann ich wieder hervorheben, konstanter Faktor, Integral e hoch j Omega t dt. Ja. So, z mal innere Ableitung berücksichtigen, 1 durch j Omega. Ja, weil wenn ich das hin ableite und dann e hoch j Omega t. Ja, das ist also wieder 1 durch j Omega mal z mal e hoch j Omega t. Hier haben wir wieder unser ursprüngliches z. Das heißt, unsere Ableitung, unsere Integration ist 1 durch j Omega mal z. Wow, leicht. Gell? Leichter, wie man glaubt hat. Also ist eine Division durch J Omega und entsprechend rotieren, jetzt dividieren minus 90 Grad um 90 Grad und wieder dann entsprechend kürzer. Integrieren. Ja. Okay, mal. Addieren, subtrahieren, dividieren, potenzieren, radizieren, integrieren, differenzieren, habe ich vergessen dazwischen noch. Super, oder? Ich kann sagen, ja, ich habe doch einen Taschenrechner. Ich habe ja investiert in ein Gerät und da kann ich einen einschalten und da kann ich dann ja eingeben, was ich will und da kann ich eine imaginäre Einheit dazufügen und was ist was. Ja, eh, ja. Und ich rate auch jeden, mit so einem Taschenrechner umzugehen zu lernen. Das ist an und für sich wichtig, wenn man Wechselstromrechnungen macht. Wir werden das noch sehen. Das muss übergehen, ja. In Fleisch und Blut quasi, ja. Und einen Taschenrechner hat,
Man sollte aber trotzdem sich ein bisschen zu helfen wissen, wenn man jetzt den Taschenrechner nicht dabei hat. Wie gesagt, multiplizieren, dividieren und so weiter. Ja, man sollte schon ein bisschen wissen. Rechnen mit komplexen Zahlen. Ja. Das nächste Mal werden wir das anwenden. Wenn wir schauen, wieso rechnen wir das immer mit komplexen Zahlen? Jetzt haben wir da die Sinuswellen auf unseren Wechselstrom und das nächste Mal schauen wir uns an, wie man eine komplexe Darstellung von Sinusgrößen machen kann. Ja, wie das funktioniert. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.